Ein Hallo an die Wiederzuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play von Panzerkorps der andere Weg. Szenario Florenz, Runde 14. Und nochmal, das ist Wetter gut mit uns. Wir schreiben ja den Mai des Jahres 1940 in einer alternativen Realität, im alternativen Geschichtsverlauf, in dem wir uns als Deutschland, aber nicht als Nazi-Deutschland, gegen eine Koalition an Gegnern erwehren, deren Angriffen erwehren und, naja, statt einer gewissen Zeit auch diese Angriffe nicht nur zurückschlagen, sondern den Kampf auch in deren Mutterland tragen. Und das ist hier genau in Italien passiert. Das ist Norditalien. Und Teil davon habt ihr drüben die Adria. Hier drüben habt ihr das Mittelmeer. Hier oben, das ist der Po. Dieser breite Fluss. Der Po-Tiefebene. Und das hier ist Florenz. Damit kann man das in etwa einordnen. Hier ist nochmal Venedig zu sehen, wo wir uns befinden. Und unsere Aufgabe ist es wie immer natürlich, die golden umrahmten Städte einzunehmen. Wenn ich jetzt mal auf den Flugmodus umschalte, kann man das immer ganz gut erkennen. Ich glaube, es gibt hier eine Taste, die nur Gelände anzeigt, aber ich habe die mal wieder vergessen. Ich habe keine Lust nachzugucken, aber da unsere Flugzeuge sich ja hier konzentrieren, kann man ja relativ gut erkennen, was schon in unserem Besitz ist und was nicht. Also wir haben diese drei Städte in unserem Besitz, drängen jetzt hier rüber, wollen überhaupt diese ganze Küste hier unter unsere Kontrolle bringen. Das machen hauptsächlich die Tschechen, die mit ihren Armeen hier stehen, dann ihre Armee. Und unsere Kernstreitkräfte, also der größte Teil davon, kämpft sich Richtung La Spezia vor und geht genau am anderen Küstenverlauf nach Süden. So könnte man das ganz grob, ja, ganz grob zusammenfassen. Okay, wir schauen mal, was wir machen können. Wir haben ja nochmal gutes Wetter, also unser Flugzeug könnte zum Einsatz kommen. Feindliche Flieger sehen wir momentan nicht. Sehr hübsch. Wir wollen es also jetzt auch versuchen, hier durchzukämpfen, durch diesen, ja, an diesem Flussübergang, an dem Santerno wollen wir uns versuchen durchzukämpfen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Dazu greife ich mal, was greife ich denn am besten mal an? Ich greife mal Artillerie hier drüben an. Leider ohne Erfolg, kann sie aber unterdrücken. Die hätte jetzt kein direktes Gegenfeuer gegeben, ich weiß, aber trotzdem ist es ganz praktisch. Wir bauen mal ein bisschen seine Stadt. Wir greifen mal ein paar Einheiten hier an. Oh, die Dinger sind einfach toll, ich mag die. Ja, das sieht doch schon. Das sieht doch schon recht ordentlich aus. Jetzt werden wir auch hier oben angreifen fliegen. 9. Ja, 9 ist nett. Und ihr seht schon, jetzt geht es ja eigentlich ganz gut voran. Wir können ja unsere, ja, wir können das mehr oder weniger wie so ein Durchmarsch gestalten. Haben da eigentlich wenig Angst, dass uns da irgendwas passiert. Das ist die Artillerie, die greife ich jetzt an. Auch der braucht wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Sprit. Hier bringen wir natürlich ein Jäger in die Nähe. Unser Stuka wird massiv geschützt. Ist eine unserer wichtigsten Einheiten, definitiv. Also tun wir alles dafür, damit es dem Teil gut geht. Und ihr seht ja schon, dass hier relativ dicht gemacht wurde. Also dort vorzudringen ist schwierig. Was haben wir hier noch? Nochmal ein Jäger. Können wir dazwischen stellen? Ich nehme mal wirklich nochmal Schaden, ist das nicht. Ist doch nicht wahr. Und der Jäger soll repariert werden. Und damit haben wir unsere Flugzeuge schon alle benutzt. War aber durchaus wichtig. Also wir haben ja hier unten jetzt mal ein paar ordentliche Lücken reingeklopft. Versuchen jetzt hier. Diesen Natureinfluss endlich mal aus dem Spiel zu nehmen. Aufpassen, wir unser Itaza-Schiffchen noch retten. Sonst hat sich das nämlich irgendwann erledigt. Dann ist es kaputt gegangen. August der Starke, das Flussboot, nimmt den Weg hier oben durch den Po und soll sich dann entweder an diesem Seitenfluss runterhaken oder es fährt aufs offene Meer und schwenkt dann hier nochmal ein. Dann kann es aktiv werden. Es könnte auch an der Meeresküste nochmal aktiv werden.
Also da gibt es diverse Möglichkeiten, wo ich es benutzen kann. So, den Zug werde ich bestimmt auch nehmen. Mal gucken, wie wir es jetzt am besten machen. Erstmal den Zug bis hierhin. Aufklärer ein bisschen. Bisschen ärgern. Ergibt sich, perfekt. So soll das sein, Jungs. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt versuchen wir mal, seine Artillerie zu zerstören. Fast. Fast funktioniert. Jetzt greift man seinen Natureinfluss an. Da kommen wir, wie gesagt, ja nicht so richtig drum rum. Das ist halt leider so, dass wir da ran müssen. Und den anderen ganz genauso. Jetzt noch einen Punkt Stärke. Mann, 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 komm weg da. Jetzt sind wir zumindest die Natureinflüsse komplett los und können jetzt doch noch ein bisschen anders agieren als bisher. Sehr schön. Mit dem Rest werden wir sicherlich auch fertig werden, also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Gut, da haben wir das da drüben erledigt. Wunderbar. Jetzt wollen wir ja hier endlich mal über den Fluss setzen. Ich denke mal, wieder mit draufhämmern. Und dann Panzer hinterher setzen lassen. Reicht das immer noch nicht. Nochmal. Die wollen einfach nicht. Die Einheit konnte man jetzt weghauen. Jetzt konnte man weghauen. Ja, das lief doch jetzt. Das lief doch jetzt mal ganz gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Glaube ich, stehe noch im Fluss. Aber ich denke mal, wir können mit Fug und Recht sagen, dass wir jetzt den Übergang geschafft haben. Sehr schön. Ja, da warte ich, da greife ich natürlich nicht an. Nochmal 60 Punkte ausgeben, ja, nein, wir machen es. Ja, also das macht ja alles einen ganz ordentlichen Eindruck, einen ganz vernünftigen. Ich denke mal, damit lässt sich's leben. Jetzt überlege ich, ob ich die Artillerie runter verlege oder ob ich sage, ich verlasse mich auf den Panzerzug, da ja als mobile Artillerie fungieren kann und auch relativ beweglich ist, um sich durch diese Enge hier durchzubeißen. Anders kann man das nicht ausdrücken. Immerhin sind wir dann auch schon in der Vorgegend von Florenz, darf man nicht vergessen. Und natürlich nimmt die Verteidigung dort unten zu, wird das alles ein bisschen zäher. Ja, wir legen uns ja eigentlich mit unterschiedlichen Verbänden an, hier mit der Gruppe an Einheiten, der mit Gruppe an Einheiten, mit der Gruppe an Einheiten. Also wir sind ja wie schon wieder an verschiedenen Fronten aktiv, wenn man es so nimmt. Deswegen, da sind dann auch genug Gegner noch da, die sich das Ganze klären können. So, auf dich da. Das möchte ich eigentlich versuchen, mit meinem Sturmgeschütz zu machen. Ich gerade noch dachte, so jeder Punkt zählt. Nein, 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 ich sollte da nicht reinfahren, sondern hier sollte er hingehen. Kommt wieder die Gegenwehr. Aber jetzt ist es geschafft. Wir lassen vor Ort nur diese Garnisonseinheiten, alles andere an Verbänden, fährt so schnell wie möglich nach Süden. Aber wirklich so schnell wie möglich. Und unterstützt unsere Spitzenbeiler-Spezie. Werden wir die auch dringendst, dringendst brauchen. Die A8 ist dann wie berufen dafür, um Usurana, jene Feldbefestigung, zu fällen. Aber noch sind wir ja nicht so weit. Das kam so richtig gut. Scouten wir nochmal eine Flak. Das eröffnet uns einen wunderbaren Weg an die Flanke. Ich weiß, es gibt Gegenfeuer.
Aber wir greifen mal unseren Haku an. Oh, da fällt mir ein, wir sollen es ja gar nicht zerstören. Huch, wir sollen. Manchmal ja. Im Eifer des Gefechts hätte ich es fast noch kaputt gemacht. Ah, wir sollen ja nur drei Einheiten in die Nähe bringen, drumherum stellen und es erobern. Oh Mann. Also wenn mir das jetzt nicht mehr eingefallen wäre, oh, das wäre ja. Ja, Eifer des Gefechts, eindeutig. Okay, dann machen wir es anders. Wir schwächen es. Dass es uns nicht mehr so böse beschädigen kann. Der Nachteil ist, wenn wir es schwächen, sorgen wir ja automatisch dafür, dass es dann auch vom Gegner leichter zerstört werden kann. Also wenn er sagt, wenn ich es nicht kriegen kann und so weiter. Ah, das ist. Ganz schön tricky ist das, finde ich. Drei Bodeneinheiten drumrum. Also müssen erstmal drei Felder frei sein. Zwei Felder sind hier. Hier drüben müssen weg. Die beiden Verbände müssen weg. Erst dann können wir uns so hinstellen, dass wir es gefangen nehmen könnten. Bevor ich das sortieren will, würde ich lieber auch den ganzen Rest wegmachen, damit uns da nichts mehr in die Flanke fällt oder verfolgt oder. Zumindest wäre das mein Ansinnen. Und ein Ende. Mal sehen, ob es wirklich regnet. Der Schuss ging ins Leere. Der traf, aber sowas von. Und ein weiterer Aufklärer. Wie schon meinte, also der hat davon so viele. Ergibt sich. Ah, ist aber ein gegenteiliger Effekt. Und noch ein Panzer. Also nördlich von Florenz, das ist ein richtiger Panzerarmee, die er dahingestellt hat. Kann man nicht anders ausdrücken. Auch wenn die Panzer per se nicht besonders stark sind, so ist doch deren Masse momentan ein Problem. Es sind halt viele. Und damit können sie es halt doch schaffen zu nerven. Dass jetzt zum Beispiel dieser Mineneinfluss hier wieder auf 10 runter ist, das nervt. Also das ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht erneuern die sich oder reparieren die sich oder. Runde 15. Oh, Wetter hat sich gehalten, Gott sei Dank. Wir nehmen also unser Schiffchen, fahren hier oben rum. Haben wir ja schon so gesagt. Tja, was haben wir als nächstes? Überlege ich gerade. Nutzen unser Schiff. Lohnt es sich schon, das Ding zu bomben? Oder noch nicht? Munition habe ich ja reichlich. 37 Schuss, also pff. Müsste mit mehreren Einheiten hier drauf bomben können, ansonsten. Wird das wenig bringen. Hier ist es wirklich, das ist echt kritisch hier unten. Echt, echt kritisch. Stuka feuert. Wir gucken mal, was wir machen können. Mineinfluss wegräumen. Also Natureinfluss wegräumen, so rum. Zurück. Gesagt, wird ersetzt. Ich könnte man den auch hier oben ersetzen. Ich würde eher drüber nachdenken können. Zerstören wir seine Artillerieeinheit. Sehr schön. Das klappt hervorragend. Sind wir zwei Einheiten los? Das war aber leider noch nicht alles. Haben immer noch einen Panzer. Der kann sich sogar gegen Luftangriffe verteidigen. Ja, auch wenn es nur ein 1 ist. Aber wir haben es ja gerade in der Voranzeige gesehen. Also kann das relativ effektiv. Müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze nicht mehr ganz so effektiv machen. Schauen wir mal. Jetzt müsste ich fliegen können, jawohl. Wehrt sich trotzdem noch. Aber jetzt mit unserer kleinen Pack. Reicht das aus? Nein, reicht nicht aus.
Ach ja. Der ist schon so gut wie leer. Nur mit dem hier runter. Jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Also diese Panzerstreitmacht da ist schon heftig. So gut wie leer. Ah, lieber auftanken. Lieber zu früh auftanken als zu spät. Jawohl. Also hier kann man seine Stärken nochmal so richtig ausspielen. Lawinen können Schiffe nicht angreifen. Also die können den See nicht verschütten. Nennen wir es mal so. Ist natürlich gut. Ich hoffe, dass es nicht hier drüben auch nochmal eine kommt. Aber das wäre dann irgendwie doof. Unser HQ kann nichts tun. Ich krieg das auch nicht hier rüber verlegt. Das geht nur weiter nach Süden. Wir werden es dann wahrscheinlich irgendwann nach Guarnigione verlegen. Oder sogar nach, ich bin doof. Garnison heißt Garnison. Alles gut. Nach Prato oder nach Pistoia verlegen und von da aus können wir dann halt zum Beispiel Florenz angreifen. Wahrscheinlich hierhin. Wenn ich es jetzt hierhin verlege, 3, 4, 5. Nee, bringt nichts. Also das hat so oder so keinen Einfluss. Das macht jetzt nichts. Das hat null Effekt. Nachschub. Runterfahren. Seinen Aufklärer wegmeucheln. Und wieder zurückziehen. Die Pack wird das schon irgendwie halten. Dann geht es hier unten weiter. Immer drauf. Zu 3. 0 zu 4, klingt gut. Aber war nicht 0 zu 4. Hab's ja selber erkannt. Und solange die hier nicht weichen wollen, die Berserk-Leris, kommen wir auch nicht vorwärts. Sind sie auch noch hinterhergezogen. Ach Mann. Nicht so einfach. Die tschechischen Streitkräfte sind nicht schlecht. Ja. Aber manchmal ist es schon anstrengend, mit denen zu kämpfen, weil man ist halt was Besseres, was Härteres gewohnt. Kann man nicht anders ausdrücken. So. Die kriege ich nicht zurückgeworfen wahrscheinlich. Nicht so richtig. Die werden noch nicht so schnell weichen. Da mir hier noch eine Einheit fehlt, kann ich das auch nicht ausnutzen. Auch nicht die Schwächung der 105er hier drüben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Auch das hat mich jetzt eigentlich aufgehalten. Ich hätte vielleicht erst die Einheit zerstören sollen. Weiß ich auch, was wieder eine Berserk-Leri ist mit dem Panzer. Und dann die andere angreifen. Aber hätte, hätte, hätte. Hinterher ist man immer schlauer. So, das war die Westarmee. Kommen wir wieder zur. Andersrum, es war die Ostarmee. Kommen wir wieder zur Westarmee. Ah, hier müssen wir das Gegenfeuer ein bisschen hinnehmen. Ansonsten haben wir keine Chance, an die Artillerie selbst ranzukommen. Das ist halt so. Benutzen wir als Pack. Räumen wir die Stellung weg, wie angekündigt. Ne, halt. Oh, der ist im Packmodus, sehe ich gerade. In den Packmodus versetzt. Gucken, was wir jetzt hier noch erreichen können. Ist auch relativ schnell. Die sind auch relativ schnell.
Die sind monströs schnell. Möchte ich aber eigentlich gar nicht so weit vorne stehen haben. Mir fehlt Sprit. Die nehmen den Punkt ein. Flak kann da stehen bleiben. Die Flak soll ja dann eigentlich ein bisschen was bewirken. Treibbodeneinheiten. Ja, hier ist meine Einheit. Ich kann niemals hier rumrücken. Das lässt er nicht zu. Das ist ja eine Kontrollzone. Die versuchen ja die Kontrollzone zu umgehen. Deswegen diese komische Anzeige. Ich würde aber, sobald sich hier unten eine Einheit befindet, hier in der Kontrollzone hängen bleiben. Also an dem Punkt würde ich hängen bleiben und nicht weiter rankommen. Das ist das Problem. Ich kann das Thema eigentlich nur lösen, wenn ich die einer, die jetzt hier im Weg ist, versuche erstmal wegzuräumen. Das war genau der richtige Schachzug. Ja, hier sehen wir jetzt auch die anderen Verbände. Nochmal das HQ angreifen oder nicht? Traut man sich jetzt schon gar nicht mehr. Aber ich könnte es ausschalten, ja? Zwei Angriffe, dann wäre es weg. Aber man traut sich ja gar nicht mehr so richtig. Denn wenn ich es wirklich vernichten sollte, dann habe ich ja. Dann habe ich ja eine tolle Sache erreicht. Also noch blöder könnte man sich dann kaum noch anstellen, als das zu tun. Haben wir noch irgendwas übrig? Flussboote. Ja, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Und ein Ende. Zwei U-Boote dort unten in der Bucht. Aber da wir sowieso keine Seestreitkräfte haben, sind uns die U-Boote momentan ziemlich egal. Etliche Staffeln tauchen auf. Wei, 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 wei. Es wird doch nicht unseren Elite-Bombern an den Kragen gehen, oder? Ergibt sich. Naja, auf zwei Punkte Stärke ohne Munition. Schwierig ist das auch. Runde 16. Jetzt haben wir die drüben die Situation, dass bereits schon wieder neue Truppen kommen. Diese Berserkleris nehme ich mal an, die standen hier. Also die gehören eigentlich zur Garnison. Die zieht er vor, was ich gut finde. Nicht einfach nur passiv reagieren, also passiv sein, sondern agieren. Die Flak hier unten ist neu. Die wird nachgezogen. Federico Rossi erhöht Verteidigung und Angriff um jeweils 3. Also 19 gegen Flugzeuge, gigantisch. Reichweite und Inni um 2. Damit hat das Ding eine Reichweite von 4 und Initiative von 8, also besser als unsere Flugzeuge. Das heißt, genau an diesem Fleck hier werden wir den sowas von zusammenbomben. Er muss da weg. Das ist klar. Was haben wir jetzt entdeckt an feindlichen Verbänden? Wie immer 5. Das hier ist alles Standard. Eine Falco, eine Sieta, eine SM-79 und eine Breda. Entscheidend ist der AR-2000 Jäger, der mit Held kommt und Anführer, mit Held kommt und Überstärke. Angriff um 5 erhöht, damit ist er bei 18. Das ist auf dem Wert von einer Focke Wulf 190, so in etwa. Initiative 3. Quatsch, Verteidigung 3 ist auf 17. Und die Ini ist, glaube ich, 2, ne? Initiative 2. Also das ist schon. Das ist ein hartes Kaliber. Blöderweise haben wir dort überhaupt gar keine Flak mehr. Also so gar nicht. Naja, was bleibt uns übrig? Wir müssen ja damit irgendwie fertig werden. Gut. Wir probieren es mal. Wie können wir das jetzt am besten machen? Wir schalten die aus. Treiben die zumindest. Noch besser, wir schalten sie sogar aus. Sehr gut.
Das tat doch schon mal weh. Das tat noch mehr weh. Seht ihr mal, wie wichtig mir das ist, dieses eine Ziel. Aber es hat sich ja auch definitiv gelohnt. Kann man ja nicht anders sagen. So, Flak stelle ich jetzt ganz blöd hier vorne hin. Eigentlich blöd, aber die hat ja Artilleriedeckung. Ich möchte nur nicht die Aris freistehen lassen. Dann lieber irgendwas davor stellen, was das aushält, als jetzt zu viel riskieren. So, unser Schiffchen fährt weiter. Unser Pilau feuert weiter. Die anderen beiden Schiffchen greifen wiederholt die Lawinen an. Muss ich mir vorstellen, wie machen die das? Schießen die hoch in die Berge, um Lawinen auszulösen, bis der ganze Schnee weg ist? Oder wie soll man sich das vorstellen? Jetzt kommt unsere Elitejäger zum Einsatz. Das ist der 13er, ist der beste. Der muss ich jetzt natürlich mit dem hier anlegen. 5 zu 1. 5 zu 1 kann ich gut leben. Sehr schön. Das war die gefährlichste Einheit. Die haben wir jetzt schon vom Himmel holen können. Sehr, sehr gut. Das hier unten ist noch ein Jäger. Um den müssen wir uns kümmern. 4 zu 4 höchstwahrscheinlich. 7 zu 1. Also, das wird alles ein bisschen schwierig. Wir machen es mal so. Jawohl. Gehen wir mal ein bisschen scouten. Also aufdecken. Dann haben wir noch die dritte Schlachtgruppe Lange. Die hat er gerade eben einstecken müssen. Ist aber noch in der Lage, hier was zu finalisieren. Wir haben noch 1, 2, 3 Feindverbände. 3. Wir haben noch einen Jäger. Da haben wir noch einen Jäger. Der darf nicht so weit weg. Mit was legen wir uns an? Mit der Breda. Den Falco abschießen halte ich irgendwie für völlig... Völlig egal, also das spielt gar keine Rolle, der ist gar nicht relevant. Ja, so ist besser. Stuka, wir haben noch einen Jäger. Also, der Stuka hier drauf. Das dürfte gerne ein bisschen besser sein. Warten wir auch nicht vom Schlitten. Hoffen die Verteidiger der Stadt. Nutzen den Jäger. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Deckung für unseren Stuka. Stellen wir erstmal hier hin. Leider nichts, glaube ich, wirklich nichts mehr frei. Der ist auf 9 runter. 4 abschießen. Und die Berserk-Leris nochmal so richtig angreifen. Das war definitiv nicht schlecht. 2 Punkte Stärke reduziert. Also hier läuft es wirklich gut. Hier unten muss ich mal schauen. Also die neueren Panzer von ihm machen sich nicht übel.
Und in dieser Natureinfluss hält uns deutlich mehr auf als erwartet. Nicht trotzdem cool, dass es eingebaut ist. Es ist halt eine ganz andere Spielmechanik nochmal. Ja, hier unten sind nochmal Panzer, Kavallerie und allem was. Das Jägerregiment soll eigentlich gar nicht durch die Berge und auch nicht durch den Fluss angreifen. Ich ziehe die hier wieder raus. Ja, mehr Munition. Also hier ist es ganz okay. Geht so. Flugzeuge haben immer noch zwei. Der SM-79 ist noch voll intakt. Die Falco ist auf 7 runter. Wird uns also noch Ärger bereiten. Jetzt schauen wir erstmal, was sich bei der Heeresgruppe West so tut. Mit 3 Einheiten drumherum stellen war die Aufgabe. Also Artillerie angreifen. Ergibt sich leider noch nicht. Schade eigentlich. Nur drum rumstellen. Ich lese das lieber nochmal durch. Stellen Sie gleichzeitig 3 Ihrer Boten ein auf den Neffer, bringen Sie ihn per LKW. Okay. Also. Als erstes greifen wir mal seine Artillerie hinten an. Ja, erstaunlicherweise nicht zerstört ist dadurch. Ist nicht mal unterdrückt. Aber jetzt? Jetzt müssten wir eigentlich die Verbände hinstellen, die die beste Überlebenschance haben. Das Ding setze ich mal in den Bodenmodus. Der kriegt einfach nur Treibstoff und Munition. Aber welche Einheit soll sich jetzt dorthin stellen? Das ist die Frage. Die sind wir schon mal los. Eigentlich wollen wir ja gar nicht angreifen. Wir wollen nur diese Aufgabe erfüllen. Geht in den Artilleriemodus, genau. Es hat zwar noch seine Marineinfanterie, die ist aber insgesamt nicht ganz so schlagkräftig. Da habe ich jetzt wenig Angst. Und jetzt? Naja, die kommen nicht bis hin. Ich könnte aber ganz dreist die Stadt besetzen. Ich mache es mal so. Aha. Die Gefangennahme des Admirals Mario Falangola ist gelungen. Der Transport seines Stabs für die Fahrt nach Mantua wird vorbereitet am Ende der Runde. Alles klar. Wir sehen ihn also jetzt momentan nicht. Können dann aber wahrscheinlich auch nicht da reinfahren, oder? Ich jetzt wüsste, ob ich mich wegbewegen kann. Ja, kann ich mich dann. So. Jetzt mache ich hier auch dicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat doch ganz gut funktioniert. So, Panzer muss hier noch Munition fassen und Sprit. So, Sturmgeschütz führen wir runter und die bekommen einfach auch noch ein bisschen Munition und Sprit. Ja, bin ich doch ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen. Wir schauen nochmal durch. Irgendwas vergessen. Ah ja, genau, hier wollten wir das Flugzeug noch aufrüsten. Das war's auch schon, Rundenende. Das war einmal nichts. Unser Flussboot zerstört. Zum Glück war das nicht das wichtige Flussboot, das war nur eine Hilfseinheit.
Oh ja, endlich hat diese Flak wirklich mal Schaden verursacht, aber so richtig. Das war doch schön. Ansonsten hat das Ding jetzt überhaupt nichts bewirkt, aber diesmal, dieses eine Mal, hat sie es wirklich gut geschlagen. Marineinfanterie hat sich so gut wie selbst ausgelöscht. Und jetzt wird es an einigen Stellen bei ihm doch ziemlich dünn. Runde 17 hätten wir damit erreicht. Schauen wir uns noch mal kurz, wie das Ganze sich verhält. Kann jetzt momentan aber den. Ah, hier oben ist der LKW. Okay, Gefangener. Ja, das haben sie ja ganz nett gesagt. Sie sagen, der ist schon ein Stück weiter weg. Damit ist er hier unten nicht in diesem Kriegsgebiet und kann da nicht zerstört werden. Wir müssen ihn jetzt einfach nur noch transportieren. Das kriegt man hin. Und mit den ganzen anderen Streitkräften, die wir da versammelt haben, und das ist ja jetzt eine ganze Menge, was hier steht, sollten wir dann auch an der Küste entlang vorstoßen können. Also nach Spezia komplett einnehmen. Dann geht es nach Messa, dann geht es nach Lucca, dann geht es nach Pisa bis nach Livorno. Und sobald die Küste gesichert ist, schwenken wir rüber Richtung Florenz. Wenn unsere eigenen Einheiten hier drüben nicht einfach schneller sind. Mal sehen. Okay, das soll es für diesmal gewesen sein. Ich fand es sehr spannend, oder ich finde es immer noch spannend, hier mit diesen Engpässen und diesem Natureinfluss, wo wir uns wirklich durchbeißen müssen. Das macht Spaß. Dann diese besondere Situation mit der Gefangennahme ist interessant. Dann dieses Überwinden von einem Fluss nach dem anderen. Und immer wieder sind gegnerische Verstärkungen im Anmarsch. Sehr spannend. Ist ein sehr schönes Szenario. Gefällt mir gut. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet, was ihr daran ändern würdet, was euch besonders gut gefällt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis dahin also, macht's gut.